Alright, back here, standing here, I realize we are just the same, trying to make history, keine Ahnung. Elemente, wir sind durch mit Wasser, Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass schlimmer sein kann, dass es nichts Schlimmeres gibt als Wasser, aber wir schauen mal. Ist Sumpf nicht auch irgendwie Wasser? Ja, keine Ahnung. Gibt es hier Plattformen oder irgendwas, wo ich hinspringen könnte, theoretisch? Sterbe ich schon? Tatsächlich nicht, wie es scheint. Okay, Sumpf. Willkommen im Sumpf. Sumpf, wenn es nicht Wasser ist, ist dann wahrscheinlich Erde. Okay. Interessantes Gameplay. Nicht, dass ich jetzt noch da hoch muss. Ich gehe jetzt noch mal kurz drauf und schaue mich um, aber... Oh Gott, warum tut mir dieses Level das an? Ich glaube aber nicht, dass ich hier irgendwas machen kann. Scheint mir so, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee. Vielleicht kann ich hier nur gerade mal ein bisschen Anlauf nehmen und ein bisschen rüberspringen, um ein bisschen Distanz zu schließen. Also wir haben hier Sumpf. Sumpf macht Spaß. Interaktives Gameplay. Genauso wie ich es gerne habe. Und es scheint so, als würde sie nicht tief genug sinken, um zu sterben. Zu ertrinken oder zu ersticken oder sonst was, was man auch immer im Sumpf so macht. Wahrscheinlich ertrinken. Okay. Wir haben zumindest mal etwas gefunden, wo wir hin können. Das sieht richtig aus. Oh ja, das sieht richtig aus. Ich wollte doch sagen, irgendwas wird versuchen, mich hier umzubringen. Also, ich finde es entzückend, dass die Entwickler hier dieses letzte Level kreativ gemacht haben. Sie haben es kreativ gestaltet. Es gibt... Die arbeiten mit Elementen und sowas, was auch zu den Artefakten passt, die man bis jetzt hatte. Und leider so Sachen. Also das ist ja schön und es ist ja gut. Oh Gott, ich sehe es doch kaum. Ich weiß, dass hier irgendwo das zweite Geheimnis sein soll, aber... Oh komm, ich springe einmal darüber vor Shits and Giggles. Es ist super kreativ und alles, aber war es wirklich notwendig, dass... fucking Insekten einfach nur noch, die gespammt werden. Das tut doch nicht Not, oder? Das tut doch nicht Not. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Naja, egal. Wir machen mal weiter. Da ist die zweite Maske. Okay. Ja, wie gesagt, in dem Raum wird es wahrscheinlich noch irgendwo das zweite Geheimnis. Also es gibt hier wohl noch irgendwo das zweite Geheimnis, aber ansonsten, ja, keine Ahnung, brauche ich nicht, will ich nicht, fuck this shit. Da ist eine unsichtbare Mucke. Cool. Oh boy. Au!
Okay, cool, das war gerade noch nicht da, bevor er sie gespeichert hat. Okay, Erdraum fängt an zu kollabieren, ist okay. Ach, come on, man sieht den Shit nicht mal. Come on, come the fuck on, boy. Also, pass auf, es gibt Erdbeben, alles kollabiert, man möchte meinen. Dass man schnell machen soll, ne? Das wäre das Logische, aber nee, man muss langsam machen, weil man ja irgendwo in den Tod fallen könnte. Da sieht es so aus, als könnte man... Boah! Oh, es ist nicht angenehm zu spielen gerade. Das sieht so aus, als könnte man darüber springen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass wahrscheinlich the floor is lava. Nee, irgendwie ist der komplette Boden eingesackt, wie es scheint. Natürlich verliere ich hier fast komplettes Leben, wenn ich hier rumstehe. Es ist Mist, ey. Es ist Mist, ey. Also runter komme ich nicht mehr, so viel ist sicher. Also müssen wir wahrscheinlich... Da, darüber? Okay. Natürlich ist der Boden jetzt auch solide. Es ist kein Sumpf mehr. Es ist einfach nur noch solider Boden. Also ich sage, wie es ist. Ich finde es sogar ganz cool hier gerade. Wie gesagt, in diesen Elementen, diesen Themen von Elementen, okay, wir haben Erde, wir haben Sumpf, wir haben Steinschlag, wir haben... Ne, lauter so Sachen. Das ist cool. Das ist cool. Deswegen ist es nicht weniger frustrierend zu spielen. Fairerweise. Oh boy, das fällt alles um, oder? Ah, oh mein Gott, Alter. Ich glaube, das war's. Okay, Erde war auf jeden Fall wesentlich schneller als dieses Muckengeräusch, dieses Muckengeräusch. Es ist nicht zum Aushalten. Da bin ich dann wieder beim Wasser. Darüber will ich. Genau. Dieses Muckengeräusch. Es ist nicht zum Aushalten. Alter, beweg dich, Lara. So, wir haben Wasser durch, wir haben Erde durch. Luft und Feuer bleiben uns noch. Ich wollte eigentlich nur ein Ding pro Aufnahme machen, aber Erde war erheblich einfacher als Wasser. Gut, Wasser ist immer unglaublich frustrierend. Hier sind wir, klingt sehr nach Luft. Was wird mich in Luft umbringen? Was wird mich umbringen? Komm, wir laufen einfach mal. Irgendwas wird mich umbringen. Insekten. Ich habe auf jeden Fall schon mal Insekten. Okay. Labyrinth. Noch haben die nicht viel mit dem Element Luft gemacht, außer ein bisschen Eis. Okay, Kristalle, was auch immer. Warte mal. Kann es sein, dass das Geräusch, wo die Luft herkommt, der richtige Weg ist? Nee, oder? Weil ich erinnere mich tatsächlich irgendwo mal gelesen oder gesehen zu haben, dass in einem Labyrinth, da wo Luft herkommt, man quasi weiß, dass es da nach draußen geht. Das wäre wieder interessant. Das wäre sogar sehr interessante Art und Weise, damit umzugehen, aber
wirkt gerade irgendwie komplett egal zu sein. Scheint gerade komplett egal zu sein. Also, da sind die ganzen Drecksinsekten, da bin ich hergekommen, oder hier bin ich hergekommen. So. Also, hier sind Insekten und kein Luftgeräusch, von daher wird es hier falsch sein. Irgendwo, Alter, und diese Insekten sind so fett gebackt für dieses Level. Haha, witzig, weil es Insekten sind, ne? Also ich höre auf jeden Fall, doch, ich höre hier sogar Luft. Also es ist interessant, wenn es so gedacht ist, wie ich denke, dass es ist, dass man halt quasi dem Luftgeräusch folgen soll, aber ich probiere es jetzt mal. Warte mal. Ne, scheinbar nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, lass mich raten hier. Oh Gott, nein, oder? Oh, warte. Ne, das wird nicht funktionieren. Ich muss in die andere Richtung schieben. Oder? Funktioniert das? Ne, ich muss in die andere Richtung schieben. Das wird so nix. Nein, Lara. Nein, Lara. Okay. Oh, Munition. Und Fackeln. Okay, das war so nicht richtig. Ja. Also, Luftgeräusch folgen. Ne, warte, hier bin ich, hier war das Medikit. Wenn die fucking Insekten, die hier in diesem Spiel durchgehen... Irgendwas greift mich an. Das heißt, irgendwo sind hier unsichtbare Insekten. Oder in der Wand oder in der Decke. Und die versuchen einen irgendwie anzugreifen. So. Also, Luft. Ich höre Luft. Jetzt müssen wir halt mal schauen. Also sind wir... Ja, ich gehe davon aus. So, jetzt haben wir keine Luft mehr. Also sind wir jetzt falsch. Oder? Doch. Ich höre wieder Luft. Doch, ich höre wieder Luft. Also irgendwo in die Richtung doch, oder nicht? Ah? Ah? Schlau ist der Diablo, ne? Nicht immer. Selten, aber selten. Warum sieht es so nach absolutem Tod aus, was da oben auf mich wartet? Irgendwie finde ich das nicht dein Jobu. Komm, töte mich. Komm, da springe ich drüber. Komm, es war doch fast drüber gesprungen. Okay. Okay, ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Also. Da drüber springen? Bringt mich wahrscheinlich um, oder? Heißer Sand. Heißer Sand verbrennt mich. Also darunter springen ist schon mal keine Option. Also. Was wir jetzt machen könnten, wäre so. Das ist jetzt das, was ich gerade möglich sehe. Was das Spiel von mir will, tatsächlich. Okay, cool. Alles richtig gemacht. Irgendwo ist... Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Okay, cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Nee, da ist eine Tür. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt war. Wasser. Okay, ich weiß, wo ich rauskomme. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann hier lang. Und Insekt. War es das? War das letzte Insekt?
Gott, okay. Zwei Elemente geschafft für dieses Level. Für dieses Video, für diese Episode. Bleibt nur noch Feuer. Ich bin mir sicher, dass Feuer nichts Böses bringen wird. Oder so. Das dann aber beim nächsten Mal. Definitiv beim nächsten Mal. Wenn wir das Level abschließen. Bis dahin, bis morgen.